Ich möchte die Bündniskarte einsehen. Was kannst du mir über Vinland sagen? Ist es wahr oder nur ein Märchen? Märchen oder nicht. Ich habe jemanden gefunden, der dich dorthin bringt. Sie behauptet, es schon einmal gesehen zu haben. Wenn sie bereit ist, an meiner Seite ihr Leben auf der langen Reise aufs Spiel zu setzen, reicht mir ihr Wort. Nessa ist ihr Name. Such sie am Hafen auf, wenn du bereit bist, aufzubrechen. Ich gehe sofort und beende das Leben Gorm Kjutvisons dort, wo keine Valkyrie ihn finden kann. Die Reise ist lang, Eivor. Sei vorsichtig. Während du fort warst, half dein Söldling anderen Jarls aus. Hier ist der Lohn, den er dafür erhielt. Ich muss los. Bis bald. Hey, Eivor. Finn, willkommen in unserem Heim. Mögest du hier einen zweiten Wind finden, der deine Segel füllt und dich über die Meere und wieder zurückträgt. Dieses Bild werde ich im Kopf behalten, Wolfsmal. Ich freue mich, mit an Bord zu sein. Einen schönen Tag noch, Fremde. Nessa, nicht wahr? Ich bin Eivor. Randvi sagte, du wärst meine Führerin. So ist es. Du willst über die See ins Land des heiligen Brynin reisen, nicht wahr? Randvi nannte es Vinland. Das ist dasselbe. Die Überfahrt dauert 3 Wochen mit dem Langschiff. Sie ist mühsam, fad und möglicherweise tödlich. Falls wir sie überleben, bezahle ich dich. Eivor. Bevor du gehst, du musst dich bei deiner Ankunft als Trell verkleiden. Andernfalls würdest du zu viel Aufsehen erregen. Gorm leitet das neue Lager. Du kannst davon ausgehen, dass ihm fast alle treu ergeben sind. Guter Einwand. Ich bin nur um unsere geschätzte Drängar bedacht. Eins vorweg, Eivor. Mein Schiff, meine Regeln. Zweitens, du befolgst die Regeln. Drittens, wer meine Regeln befolgt, überlebt. Verstanden. Gut. Lass mich wissen, wann du bereit bist. Dann brechen wir auf. Auf nach Vinland. Los. Spring rein. Wir brechen jetzt auf. Drei kalte Wochen auf der Walstraße. Vorbei an Eisbergen und Steinreichen. Durch Sagerlande. Ein weiter Weg, nur um einen Mann zu töten. Gorm Kjutvison, Sohn des Erzfeindes meines Vaters. Welch düstere Taten führen den Orden so weit über das offene Meer?
Sie hat das Sagen. Ich sollte vorsichtig sein. Hier gibt es keine Freunde. Du! Du siehst stärker als die anderen aus. Wie heißt du? Jora, aus Jofavik. Jora? Du heißt Pferd? Mein Vater wollte nie Kinder. Wo sind wir hier? Nyhöfn. Unwirtlich und auf keiner Karte zu finden. Siedeln wir hier? Das ist nicht das Ziel. In den Wäldern gibt es zu viele Wilde. Sind sie gefährlich? Du stellst zu viele Fragen, Pferd. Deine Aufgabe ist es, zu schweigen und mir zu gehorchen. Jetzt entlade dieses Schiff und dann bekommst du ein paar leckere Möhren. Hilda! Hilda! Hilda, wir können Olaf nicht finden. Bei Lokis Arsch, nicht schon wieder. Ohne seine Führung können wir Gorm keine Vorräte schicken. Dann bringt, was wir an Vorräten haben, zu den nächsten Lagern. Gorms Leute erledigen den Rest. Lass mich gehen. Ich kann alles tragen, was Gorm braucht. Das ist Olafs Aufgabe, Pferd. Nicht deine. Du bleibst schön im Hafen und fällst nicht auf. Erkundige dich nach Olaf. Irgendwer muss wissen, wohin er gegangen ist. Wenn ich diesen Olaf finde, kann er mir vielleicht sagen, wo Gorm ist. Eine Schaufel aus Gorms Lager. Von wegen. Hast du das Lager mal gesehen? Das ist dein einziges Durcheinander. Helgi, gieß mir ein Horn von deinem guten Honigmet ein. Sei so gut. Ich hab Ale für dich, Ort, aber keinen Met. Was? Wir hatten ein ganzes Fass? Gorm zerschlug es auf Olafs Kopf, gleich drüben im Lager. Bei Thors Hammer mir reicht es hier. Schick mich nach Hause, Helgi. Bitte. Ich hörte, Gorm hätte Olaf ausgepeitscht. Ja, der Dummkopf hat ihn bestohlen, um mit ins Krellinger zu handeln. Also hat er ihn ins Lager gezerrt und verprügelt. Das erklärt das Durcheinander. Zerschlagene Kisten. Jemand kroch davon und hinterließ eine Blutspur. Olaf hat mit Einheimischen gehandelt. Gut zu wissen, dass es hier noch andere Menschen gibt. Jemand brach hier durch, sorgte für ziemliche Unordnung. Vielleicht kam Olaf hier lang. Fußabdrücke. Vielleicht Olafs? Die Spur führt nach oben. Gut. Dann kann ich mich umsehen. Was siehst du da oben, Sühn? Solch einen Ort sah ich noch nie. Es ist so still. Und nirgends ein Gebäude aus Stein. Götter, solch einen Ort sah ich noch nie. Es ist so still. Und nirgends ein Gebäude aus Stein. Diese beiden geben sich wie Anführer. Einfach.
Seid gegrüßt, Freunde. Versteht, können wir uns verständigen? Oya, Ganyatera Geronu. Joknohoda Tigade Giga Jungwe. Spricht jemand von euch Nordisch oder Sächsisch? Zazadeguat Giga Jungwe, Yate de Wayanderi. Yate Jungwe Yehrize, Onanzini Todit Nigunra di Hantos Negaan. Giga odzidaa, wa o natsitne giga jungwe. Tigade natnee. Das ist Zynen. Ihr Name bedeutet Einsicht. Janja dahawe giga, zi nue oya ganyatara geronu itres. Danu ahinasku. Ahoya dagenha doga ahuna darohage giga. Zynen, du hast uns Freunde gebracht. Diese Hütten, diese Kleidung. Bin ich noch in Midgard? In den alten Sagas sind Wasserfälle Orte der Macht. Giga, oya ganyatara geheronu, rodaska. Das ist eine Sprache, die ich kenne. Aber die Worte klingen wirr. Klingt nach dem Gerede eines Seers. Wer bist du? Olaf bin ich, Olaf. Ich werde Olaf der Glücklose genannt, aber glaub das nicht. Und wo ist... Versprich, dass du es schnell tust. Was? Erstich mich nicht von hinten, Drinker. Wie Sigurd und der Drache. Bitte. Ich bin nicht hier, um dich zu töten. Ich suche nach Gorm. Du willst mich nicht töten? Heute nicht. Oh, dann bleib Gorm lieber fern. Er ist kein guter Mann, ganz und gar nicht. Was solltest du von solch einem furchtbaren Mann wollen? Es ist eine Frage der Ehre. Und in dieser Hinsicht schuldet mir Gorm etwas. Belassen wir es dabei. Oh, gut. Ja, ja. Ehre ist gut. Olaf wird dir helfen. Olaf wird dir so sehr helfen. Ehre ist das Einzige, ja? Das Einzige. Ich sah Kampfspuren in eurem Lager. Ist zwischen dir und Gorm etwas vorgefallen? Nicht der Rede wert. Er war nicht erfreut über meinen Tauschhandel mit den Dorfbewohnern hier. Er schlug mich, legte mich in Ketten. Ich entwischte, war frei. Doch nicht so glücklos, was? Ich lebe noch, ja. Ich lebe noch. Gut, weise mir den Weg zu Gorm. Das geht nicht. Er ist fort. Weit fort in den Lagern dieser Wälder. Alle gut bewacht. Er könnte in jedem sein. Warum Lager? Siedelt er hier? Oder sucht er etwas? Er sucht, ja, ja. Immerzu sucht er. Und nie findet er, der fiese, fiese Backraut. Und wie finde ich diese Lager? Ich kann es dir zeigen. Komm nur, komm, komm. Olaf, würdest du mir etwas erzählen? Alles, was Olaf erzählen kann, wird Olaf seiner neuen großen Freundin erzählen. Warum sollte Gorm in diese namenlose Wildnis übersetzen? Ein großes Wagnis für so trübe Aussichten. Gorm trägt eine Steinkugel bei sich, die spricht. Sie sagt ihm, wo er gehen, was er tun soll. Ein sprechender Stein? Es stimmt. Wenn der Alpenstein sagt, er soll suchen, dann sucht er. Wenn er sagt Grab, dann gräbt er. Seltsam. Wonach gräbt er denn? Dieses Geheimnis verrät er nicht. Doch meine Vermutung ist die beste.
Er sucht die Tür nach Jötunheim. Hm. Da! Jenseits des Flusses. Eines von Gorms Lagern. So sehen alle aus. Alle. Sie sind gut bewacht, sagst du? Oh ja. Von großen Männern. Krieger, die jeden Fremden sofort angreifen. Jeden. Und sie sind gut bewaffnet. Nicht so wie du. Ausgerüstet wie ein Stallbursche. Man braucht nicht viel, um zu töten. Aber scharfer Stahl hilft. Oh ja. Da hast du recht. Ich könnte bessere Waffen gebrauchen. Olaf wird helfen. Olaf sammelt Erz und Felle und tauscht sie gegen Kriegszeug. Erz und Felle? Das finde ich da draußen? Ja, ja. Einiges im Wald. Viel mehr in Gorms Lagern. Tausche es dann mit den Leuten hier. So leicht wie ein Lächeln. Ja, ja. Ich verstehe ihre Sprache nicht. Kannst du für mich übersetzen? Nicht nötig, nein. Wir sprechen mit Zeichen. Geh einfach zu einem Händler und handle. Nimm das hier. Ein paar Waren für den Anfang. Ich danke dir, Olaf. Und bis ich es dir erlaube, sprich mit niemandem darüber, ja? Wenn ich schon mal hier bin, kann ich auch gleich handeln. Er scheint Waren tauschen zu wollen. It's gone. Nail hot a joy under there. Eat walks with Tigo. I always say yes, I got the guest. Wir sehen uns bald wieder.